So, hallo liebe Freunde und damit herzlich willkommen bei Peru Plays, live von der schönsten Insel der Welt, live aus Zypern. Ich bin der Peru. Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder zurück im Bus Simulator 21. Und da gab es nach dem letzten Livestream dann doch die ein oder anderen Fragen, beziehungsweise Fragezeichen, ne? Wie funktioniert das Ganze? Und ich komme damit nicht klar. Deshalb habe ich mir gedacht, wir machen heute Mittag, in dem Sinne übrigens Mahlzeit, ein kleines Mini-Live-Tutorial. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß daran und vor allen Dingen, es hilft euch weiter. Wenn ja, dann lasst gern einen Daumen nach oben da, ein Like, ein Follow oder vielleicht sogar ein Abo, damit ihr auch die nächsten Folgen hier nicht verpasst. Nicht nur vom Bus-Simulator, zum Beispiel auch von Way of the Hunter. Das spielen wir heute Nachmittag wieder ab 15 Uhr. Das nur nebenbei als kleinen Tipp. Gut, dann würde ich sagen, genug geredet, legen wir los, laden wir uns das aktuelle Spiel und dann gehen wir das mal der Reihe nach durch, von der Planung einer Schulbuslinie bis zur Fahrt. So, da sind wir schon wieder mittendrin in Angel Shore, hier ein bisschen ländlicher. Wunderschöne Gegend, oder? Wunderschöne Gegend. So, jetzt lassen wir mal ganz kurz schauen. Ich muss mich jetzt selber hier ein bisschen kurz sortieren. Ich bin noch nicht so lange wach. Ja, Samstag eben halt, ne? Da pennt man gerne auch mal länger. So. Ja. Erster Schritt natürlich auf die Karte gehen. Da haben wir jetzt, ihr seht es oben links, nicht nur die Busrouten, sondern auch die Schulbusrouten. Das heißt, wir wechseln jetzt erstmal im ersten Schritt mit der Richtungstaste auf die Schulbusrouten. Da seht ihr, da haben wir schon zwei. Die fahren auch, bringen uns Geld. Hurra, hurra. Jetzt aber wollen wir eine neue Linie anlegen. Ja, damit ihr auch mal seht, wie das funktioniert, das Ganze. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wo gibt es Schüler, die wir abholen können. Hier in der ländlichen Gegend scheint irgendwie Homeschooling das Programm zu sein. Da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Das heißt, wir konzentrieren uns weiter hier auf die städtischen Gebiete. Jetzt gucken wir hier nochmal zur Seite. Ne, da ist auch nichts. Auch hier keine Schüler weit und breit. Dafür hier eine ganze Menge. Ja, nehmen wir jetzt hier mal als Beispiel die Greenwood High School. Das soll unser Ziel- und Abfahrtsort sein. Und ja, Schulstart ist da um 8 Uhr, Schulschluss um 15 Uhr. Brauchen wir uns nicht drum kümmern, in der Planung wird das automatisch dann eingetragen. Nur damit ihr schon mal wisst, was hier Phase ist. Gut. Also, wie gesagt, hier seht ihr die Station, wo Schüler warten oder wieder hingebracht werden müssen nach Schulschluss. Und hier ist die jeweilige Schule. Jetzt erstellen wir eine neue Schulbuslinie. Wir gehen als erstes auf die Schule natürlich, die wir bedienen wollen. Wie gesagt, das ist hier jetzt die Greenwood High School. So. Dann erstellen wir auch gleich eine neue Route. So, die Planung selber unterscheidet sich jetzt nicht wesentlich von dem, was ihr jetzt aus dem normalen Spiel kennt. Entschuldigung. Bloß es gibt hier keine Ein- oder Aussteigestation von der Frequentierung. Sondern ihr habt hier ganz einfach nur die Anzahl der Schüler, die hier zu- oder aussteigt. Ja, ne? Und dann seht ihr eben halt hier an der Anzahl von Kindern unten links, ne? Ja, mit 27 Schülern wird der Bus optimal ausgelastet. Das heißt, hier würdet ihr mit einem der kleineren Busse auf jeden Fall klarkommen. Ja. Und mit diesen Worten würde ich mal sagen, legen wir los. Jetzt überlegen wir uns mal, wie wir am günstigsten starten. Ja, genau. Fangen wir mal hier an, in Greenwood Fields. So, das ist jetzt keine Ringlinie, die ihr macht. Ne? Es ist keine Ringlinie. Ihr werdet jetzt die Strecke machen und das wird dann mehr oder weniger automatisch eine Ping-Pong-Linie. Das heißt, ihr fährt die Strecke einmal rauf, macht kehrt und dann wieder runter auf der Rückfahrt sozusagen. So, hier steigen drei zu. Jetzt seht ihr schon, links unten den blauen Balken. Hier seht ihr dann also den Füllstand sozusagen eures Busses. So, und auch wenn es jetzt aussieht, als wenn euer System hier jetzt eine Ringlinie anlegt, das ist es nicht. Ja, gleich als Vorwarnung. So, dann nehmen wir hier die ganze Butze auch noch mit. Ich will es mal ganz
kurz gucken, nicht, dass sich die Schulgebiete überschneiden. Weil da drüben ist, glaube ich, auch noch mal eine Schule. Das sollte sich jetzt nicht kreuzen unbedingt. Jetzt fahren wir mal hier rüber. Da sind wir schon bei 17. 19. So. 22. Jetzt sind wir schon fast voll ausgelastet. Jetzt müsste er natürlich hier wieder zurück. Das heißt, ein oder zwei Haltestellen noch. Ja, hier hätten wir jetzt 24 von 27. Das wäre schon besser, ne? Da hätten wir 26 von 27. Damit wäre er also jetzt, ja, mehr oder weniger optimal ausgelastet. Ne? Gut, dann würde ich sagen, genau so machen wir das. Das heißt, wir übernehmen jetzt mal die Änderung. Das mache ich nicht. Ich weise immer gerne mal Fahrzeuge manuell zu. So, und hier habt ihr jetzt unsere Schulbuslinie 3. So einfach ist das. So, nächster Schritt ist natürlich für uns jetzt erstmal einkaufen gehen. Wir suchen uns jetzt mal hier in der Nähe den Bushändler unseres Vertrauens. Gehen wir mal hier unten hin, warte mal. Bum, 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 bum. Ist hier denn keiner auf der Ecke? Da müsste doch einer sein. Doch, hier. In Timberridge. Dann gehen wir doch dahin. Und da sind wir auch schon. So, und jetzt ziehen wir uns mal einen Bus. So, die Schulbusse sind allesamt von Bluebird. Da kriegt es auch keine anderen. Also jedenfalls noch nicht. Das heißt, wir haben hier die Auswahl zwischen dem All-American FE und dem All-American RE. Die sind fast baugleich, wie ihr seht. Haben auch beide 52 Sitzplätze. Wenn ihr allerdings seht, in der Motorleistung unterscheiden die sich geringfügig. Ist also ziemlich egal, welchen von den beiden ihr nehmt. Wir entscheiden uns jetzt für die kleinere Variante. Ist auch günstiger. So, da geht die Lücke schon auf. Und da ist das gute Stück. So, dann machen wir gleich die Lücke dicht. Also ich spiele das Addon jetzt auch erst seit kurzem. Sollte ich hier mal unwissentlich Blödsinn erzählen oder ihr habt eine bessere Lösung, dann natürlich immer gerne her damit. Das Ganze basiert natürlich hier erstmal auf meinen ersten Erfahrungen nach ein, zwei Tagen Spielzeit. So, Moment, noch schnell die Kamera wieder wechseln. Und hier noch ganz wichtiger Disclaimer, das Ganze bezieht sich natürlich hier auf die Konsolenversion. Das heißt also hier vorrangig natürlich auf die Xbox Series X bzw. S. Mehr oder weniger natürlich auch dann hier für die PlayStation in dem Fall. So, wir werden jetzt erstmal mit dem Bus uns auf die Straße setzen, irgendwo mal zur Seite fahren. Am besten natürlich eine Haltestelle, falls wir eine in der Nähe haben. Und dann werden wir diesen neuen Bus der Route gleich zuteilen. Ja, das ist ja natürlich wieder mein persönliches Glück, ne? Da will man mal was zeigen und es ist keine Haltestelle in der Nähe. Ich will ja jetzt ja auch hier keinen Megastau verursachen. Früher oder später kommt immer eine Haltestelle. Immer. Oder wenigstens in der Bucht, wo man ranfahren kann. Achso, die Geschwindigkeitsbegrenzung mache ich mal rein hier. Da was? Ne, ich dachte, da wäre gerade eine Haltestelle. Das sind nur Blitzer. Aber was soll's? Ne? Es ist Samstagmittag. Wir haben Zeit. So, ich fahre jetzt einfach mal hier kurz ran, frech. Blockiere ein bisschen den Verkehr, aber egal. So, müssen die jetzt durch. So, Dalle. Zurück in die Planung. So, wir haben ja jetzt
unsere Route eingerichtet. Hier sind wir wieder, Greenwood High School. Die Bearbeitung der Routen geschieht eigentlich fast genauso wie in der normalen Linienroutenverwaltung, mit ein paar kleinen Unterschieden natürlich. So, also ihr habt für jeden Schulbus eine Morgenlinie, die also die Schüler aus den Wohngebieten zu den Schulen bringt, und umgekehrt ein Nachmittagsbus, der die Schüler dann von der Schule nach Hause bringt. So, diese beiden werden wir jetzt einteilen. So, jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir ja schon zwei Busse, die im Dienst sind. Wir nehmen natürlich hier unseren freien Bus. Der wird hier um 8 Uhr die Morgenfahrt übernehmen. Ihr müsst auch den Nachmittagsbus natürlich einplanen, nicht vergessen. Ich nehme hier generell immer denselben Bus eigentlich. Moment, bin ich jetzt hier? Moment. Jetzt erzähle ich das hier gerade so schön. Ach, wir sind hier auf der Linie 1. Nee, das wollte ich ja gar nicht. Wir sind ja auf... Warte, Moment. Doch, ist die Linie 1. Ah, das ist jetzt das Neues, was ich auch gerade entdeckt habe. Die Nummerierung der Busse, die Liniennummerierung, die startet immer neu mit jeder Schule, die ihr neu bedient. Das heißt, hier bei der Greenwood High School, deshalb war ich jetzt auch gerade verwirrt, ist das jetzt die GHS Route 1. Also ist es doch richtig, wie wir es gerade gemacht haben. Entschuldigung. Ne, ich habe es ja eben gerade gesagt, ne? Man lernt jeden Tag neu dazu hier. Also. Genau, das andere ist die Matchner Middle School, die MMS-Route. Das hier ist jetzt die GHS-Route 1. So. Genau. So, jetzt haben wir den Bus für beide Fahrten eingeplant, für die Morgenfahrt und für die Nachmittagsfahrt. Wichtig ist immer auch ein Blick natürlich mal auf die zweite Ansicht. Ne? Schulbeginn 8 Uhr heißt natürlich, dass ihr um 8 Uhr da sein müsst. Das heißt, hier müssten wir in Greenwood Fields auf der linken Seite bereits um 7.49 Uhr abfahren, damit wir um 8 Uhr hoffentlich in Greenwood High School ankommen. Ne? Gut, umgekehrt müsst ihr euch da keine Gedanken machen. 15 Uhr Schulschluss, das heißt Punkt 15 Uhr läutet die Glocke, die Kids kommen raus, ihr pickt die ab und dann geht's los. So, und das war's eigentlich schon. So, jetzt nämlich eine große Frage, die ich in den Kommentaren von den Replays bekommen habe auf YouTube. Dem Nutzer kam es offensichtlich ein bisschen peinlich vor, die Frage zu stellen, aber es ist ganz normal, ich kann es auch verstehen, mir ging es genauso. Wo sind meine Busse? Wir hatten die Situation, dass wir uns pünktlich an die jeweilige Haltestelle gestellt haben, also entweder vor die Schule oder vor die Starthaltestelle für die Fahrt zur Schule, und die Schüler kamen nicht. Es passierte gar nichts, sie hatten eine freie Fahrt. Ihr müsst offensichtlich die Fahrt starten über das Busroutenmenü. Also, ihr geht auf die betreffende Route und geht auf Jetzt fahren. Na, und da nehmt ihr dann entweder die Morgen- oder Nachmittagsfahrt. So. Und jetzt seht ihr, jetzt ist auch eine Tour, eine Route eingetragen. Wenn ihr das nicht macht, ist das eine freie Fahrt. Ich weiß, das ist irritierend. Mir ging es ebenso. Und bei der ersten Fahrt sehe ich jetzt schon, werden die Schüler zu spät zur Schule kommen. Aber das, glaube ich, macht denen nicht viel aus. Aber wahrscheinlich kriegen wir mit der Schulleitung Ärger. Ich weiß übrigens, dass viele Fans sind, wie auch ich, von dem amerikanischen Schulbus. Hier mit der großen Front, mit der großen Schnauze. Der ist auch schön, aber Leute, plant ihn auf keinen Fall auf Strecken mit engen Kurven. Das Ding hat einen Wendekreis wie ein Brotkasten. Nur so nebenbei. Also der ist optimal so für Langstrecken auf Landgebieten, wo du so große, langgezogene Geraden hast, ne? Aber so im Stadtverkehr ist der weniger nützlich, finde ich. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Müsst ihr selber wissen. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Rechts weiter. Jetzt war ich ganz kurz irritiert, weil hier hat sich gerade die Linie im Navi überschnitten. Das ist natürlich dann immer so ungünstig. So, jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Hier gibt es auch einige Sachen zu beachten.
Es ist ein Schulbus, das heißt Sicherheit wird hier groß geschrieben. Damit kommen wir jetzt zu unserem Kreismenü. Wir müssen zuerst den Warnblinklichtschalter einschalten. Warte mal, zeigt das mal, so sieht er aus. Dann macht ihr euer Kreuzmenü auf und dann geht das los. Ihr müsst das Stoppschild ausfahren, das seht ihr jetzt links im Spiegel ausfahren, und die Schulbusschranke. Erst dann die Türen öffnen, erst dann ist es sicher für die Kids zum Einsteigen. Ihr seht es auch rechts unten in der Bewertung. So, und so zerbröselt der Keks, liebe Freunde. Bevor ihr losfahrt, das Ganze natürlich Rolle rückwärts, alles einziehen. Ist das Stoppschild noch draußen? Ich weiß nicht, warum ist es noch draußen, wir haben es wieder reingenommen. Ah, mit der Tür schließt sich das Stoppschild wieder zusammen. Sehr schön. Ja, ich flacker hier noch so ein bisschen dagegen, drum ist eine neue Strecke, ne? Muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. So, und jetzt geht's eigentlich genau in dem Stil weiter, Freunde. Wir arbeiten die Station ab, nehmen die Kids auf, kommen dann hoffentlich rechtzeitig an der Schule an. Ich denke, wir werden ein bisschen Verspätung haben. Also wenn euch dieses Live-Tutorial weiterhelfen sollte, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr ein kleines Like, Follow, vielleicht sogar ein Abo da lasst für weitere Folgen vom Schulbus-Simulator und vielen anderen Simulationen, die wir hier spielen. Dasselbe gilt natürlich auch für den Schwesterkanal auf YouTube. Lasst da gern ein bisschen Liebe. Zudem findet ihr da alle Replays geordnet in Playlisten. Den Link dazu findet ihr hier in meinem Twitch-Profil. So, gerade in der Schulzeit. Vorsicht vor Kindern, die hier planlos über die Straße hopsen. Das ist wie im richtigen Leben. Was? Ich bin mit aktivem Warnblinker gefahren. Ist der immer noch drin? So, schnell rüber. Ah, der wartet sogar. Auch hier gilt natürlich, bevor ein NPC diese Strecke fahren kann, müsst ihr die Strecke einmal ganz durchfahren. Ansonsten ist, wie gesagt, alles ziemlich gleich, wie bei den normalen Linienbusfahrten. So, ich will nur ganz kurz hier die ganzen Bums ausfahren. So, los geht's. Hier sieht man gerade übrigens sehr schön diese Schulbusschranke, ne? Diesen gelben Stab, nenne ich es jetzt mal. Ich weiß es nicht genau, ich kann es nicht einordnen, wofür der ist. Dass jetzt die Kinder nicht direkt vor dem Bus laufen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ganz wichtig, immer ausfahren das Busstück. Genauso natürlich wie das Stoppschild. Warnblinklicht natürlich auch wieder ausmachen, bevor er losfahrt. Sonst geht das Abzüge in der B-Note. So, jetzt hat das Navi gerade mal ein bisschen verkackt. Ich hoffe, er korrigiert das gleich. Jawohl. Ja, mit dem Warnblinker, das muss ich zugestehen, der spinnt ab und zu mal so ein ganz kleines bisschen. Sobald ihr die Meldung seht, macht ihr den eben halt aus. Das macht ihr mit der Richtungstaste nach unten. Und dann ist gut. Also nochmal, wenn ihr jetzt die Schüler zur Schule gebracht habt, bringt es nichts, wenn ihr einfach die Zeit vorspult und vor der Schule wartet. Die Schüler werden nicht kommen zur angegebenen Zeit. Also ihr müsst hier wieder auf Fahrt starten gehen und dann macht ihr den Zeitsprung und, ne, wie gehabt. So, Warnblinklichter, zack. Stoppschild, Warnschranke. Aufmachen. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt hier gerade Fragen habt, natürlich gerne in den Live-Chat. Wer das Ganze als Wiederholung, als Replay später auf YouTube sieht, natürlich gerne in die Kommentare. Soweit ich da helfen kann, tue ich das natürlich gerne. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Warnblinklicht-Anzeiger hier
ausgeht, automatisch, sobald wir abfahren, weil ich habe den jetzt immer manuell ausgeschaltet. Ich werde das jetzt mal probieren. Ich habe den jetzt nicht manuell bedient, ob er dann tatsächlich aus ist. Werden wir gleich merken. Weil sonst wird er sich ja melden hier, von wegen Gefahren mit Warnblinklicht und so, ne? Aber wie gesagt, normalerweise keine große Kunst. Man muss es erstmal wissen, ne, weil es dann eben halt gerade beim Fahrtbeginn ein bisschen anders läuft als bei den normalen Linienfahrten. Aber wie gesagt, da habe ich im ersten Stream auch erstmal 1,5 Stunden gebraucht, bis ich das geballt habe. Ich denke mal, es liegt unter anderem auch daran, dass ich das jetzt hier im freien Karrieremodus spiele. Ich denke mal, wir kriegen eine wesentlich bessere Erklärung im Story-Modus. Dazu kann ich nichts sagen, weil ich mag den jetzt nicht so sehr, den Story-Modus. Ich spiele lieber frei und ja, vielleicht habt ihr da ja mal Info, ob das da besser erklärt wird. So, Warnblinklicht wieder an. Zack. So, Stoppschild. Ne, den Scheibenwischer wollte ich jetzt nicht. Nett gemeint, aber... So, mach mal Scheibenwischer wieder aus, was soll denn das? So, alle drin? Gut. Also der Warnblinker, der scheint tatsächlich automatisch auszugehen. Den müsst ihr nicht extra wieder aktivieren. Oh, die Tür sollte man natürlich schließen. Sonst geht hier gar nichts. Ah, wunderschöne Gegend hier, ne? Viel Grün und Wald. Sehr schön. Ich finde das sowieso eine sehr abwechslungsreiche Map hier, Angel Shore. Ist so ziemlich alles mit dabei. Von der Dorf-Vorstadt-Idylle, sag ich mal so, bis hin zum Großstadt-Moloch. So. Hopp, hopp, Mutti. Wir haben hier ein paar Schüler abzuliefern. Also von der Planung her müsste der hier mehr oder weniger fast optimal sein von der Auslastung und uns guten Gewinn bringen. Wir achten mal gleich auf die nächste Monatsauszahlung. Ist ja auch bald soweit, sehen wir ja schon da oben in der Mitte. So, alle drin? Super. Ja, Onkel Piru ist noch im Tran. Entschuldigung, Freunde. Ich hätte, glaube ich, einen Kaffee mehr trinken sollen. Okay. Ah, ich liebe das, wenn die Haltestellen so mehr oder weniger in der Kurve liegen. Da werde ich porös bei. So, Moment. Ja, genau. Genau in der Kurve. Und vorm Zebrastreifen. Darauf sieht er ja gerne vor, ne? So. Ich wollte jetzt eigentlich nicht aufstehen. Was ist mit dir los? Wolltest du hier Feierabend machen, oder was? Was ist denn hier los? So, Warnblinklicht an. Achso, den normalen Blinker sollten wir auch noch reintun. Ja, ich wollte gerade noch mal die Schranke so ein bisschen zeigen, aber da ist der Baum davor. Aber ich glaube, man sieht es trotzdem ziemlich gut, das Ganze. So, jetzt ziehen wir das Ganze ein. Genau. Und Tür zu. Oh, ich sehe ja schon die Leute über die Straße laufen, das ist nicht gut. Gefährliche Gegend hier.
So, und genau dasselbe Prozedere habt ihr natürlich... Entschuldigung. Verlenkt hier. Entschuldigung, ich fahre mit dem Controller, nicht mit dem Lenkrad, leider. Wenn ich groß bin, hole ich mal eins. Deshalb manchmal habe ich so kleine Ausrutscher. Entschuldigung. So. Jetzt müssten wir eigentlich schon bald wieder im Zielgebiet ankommen, sage ich mal. So, jetzt haben wir die Abrechnung. Guck mal, und ihr seht, die bringen eigentlich auch richtig gut Geld, die Busse, wenn ihr sie gut gesetzt habt und gut gefahren seid natürlich. Ja, und auch in der Gesamtabrechnung, hier zum Beispiel, ne, Route 1, da geht richtig was in die Kasse. Also finanziell lohnt die sich auf jeden Fall, die Grundstücke. Na, also einfach mal die Arbeit machen. Ein, zwei Schulbusse noch einrichten. Ich glaube, wie viele Schulen haben wir auf der Karte? Ich glaube vier, ne? Vier oder fünf. Ne, bedient ihr ruhig alle mit einem Bus, könnt ihr nichts mit verkehrt machen. Haben wir alles? Tür zu? Ja, jetzt muss natürlich hier Familienausflug über Zebrastreifen kommen. Hopp, hopp. Uhr 3, Schule hat schon begonnen. Ups. Ja gut, erste Fahrt. Ne? Wir sind ja nicht aus dem Startpunkt rausgefahren, sondern vom Depot. Das heißt, die Zeit haben wir natürlich verloren. Aber es geht ja hauptsächlich hier um dieses Live-Tutorial, damit ihr mal, weil es so viele Fragen dazu gab, ja, so ein bisschen wenigstens schon mal den Zugang habt zu der ganzen Sache. Ich hoffe, das Ganze hier hilft euch ein bisschen weiter. Da wollen wir jetzt aber nicht so auf die Zeit achten. Ah, bei dunkelgelb durch. So, alle mal an Bord. Tür zu. Weiter geht's. Ja, da steht mein Freund. Das sind genau die Kurven, wo ich sage, nehmt nicht den großen im Stadtverkehr. Ihr kommt da nie um die Ecke. Also ihr müsst kurbeln wie die Weltmeister und kommt trotzdem nicht ganz rum. Ey! Alter, hin und zurück. Das war richtig knapp jetzt. Also die KI hat hier teilweise wirklich suizidale Ansätze. Oh. So, und damit kommen wir schon an unserer Schule. Mit leichter Verspätung. Die Kids freuen sich. Aber jetzt gibt es kein Entkommen mehr. So, damit ihr das Prozedere jetzt auch mal nochmal von außen seht. Wir aktivieren hier den Warnblinker. So, damit ihr jetzt den Rest hier auch seht, gehe ich jetzt mal hier so ein bisschen halb schräg. Dann das Stoppschild. Na, das kommt jetzt hier aus der Seite aus, seht ihr? Rechts neben dem Cockpit. Und natürlich die Schranke. Zack. Und Feuer frei. Linie beendet. So, und das ist das ganze Ding mit dem Schulbus. Ich hoffe, dieses kleine, aber feine Live-Tutorial hilft euch ein bisschen weiter bei der Planung und bei der Fahrt mit den Schulbussen. Ich hoffe, ich konnte damit die ein oder andere verzweifelte Frage aus dem Chat bzw.
aus den YouTube-Videos, also vom ersten Teil, beantworten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder Follow da. Gerne natürlich auch ein Abo, egal ob hier auf Twitch oder auf YouTube natürlich, auf dem Schwesterkanal. Den Link gibt es in der Twitch-Beschreibung, in der Profilbeschreibung wollte ich sagen. Ja, in diesem Sinne, euch da draußen, gute Fahrt. Wir sehen uns heute Nachmittag wieder um 15 Uhr. Da geht es auf die Yacht, nämlich in Way of the Hunter. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.